In diesem Tutorial werden wir eine Formel erstellen, die es ermöglicht, eine induzierte Spannung zu berechnen. Stellen wir uns diese Leiterschleife in diesem Magnetfeld B vor. Das Magnetfeld B zeigt ins Innere von dieser Arbeitsfläche. Wir konzentrieren uns auf diesen geradlinigen Leiter mit Länge klein l. Anhand einer Kraft F ziehen wir diesen Leiter nach rechts und das mit konstanter Geschwindigkeit, zum Beispiel bis da. Wir haben diesen Leiter um diese Distanz d bei konstanter Geschwindigkeit nach rechts bewegt. Also, die Kraft F versetzt die freien Elektronen von diesem geradlinigen Leiter während der Zeit Delta T mit der konstanten Geschwindigkeit V1 um diese Distanz d nach rechts. Aber dann bewegen sich ja die Elektronen aus dem Leiter in diesem Magnetfeld mit der Geschwindigkeit V1 und demzufolge wirkt auf diese Elektronen eine Lorentzkraft, die wir FL1 nennen. Um den Richtungssinn dieser Lorentzkraft FL1 zu bestimmen, benötigen wir diesen Vektor QE mal V1, wo QE die elektrische Ladung eines Elektrons bezeichnet. Aber die elektrische Ladung von einem Elektron ist streng negativ. Also sind die Richtungssinne dieser beiden Vektoren QEV1 und V1 entgegengesetzt. Um jetzt den Richtungssinn dieser Lorentzkraft FL1 zu bestimmen, benutzen wir einen Korkenzieher, setzen sein Gewinde senkrecht zu diesem Vektor QEV1 und senkrecht zum Vektor B, Magnetfeld, an. Jetzt drehen wir den Korkenzieher von QEV1 nach B. Und so stellen wir fest, dass der Korkenzieher sich nach unten bewegt, was bedeutet, dass der Richtungssinn dieser Lorentzkraft FL1 nach unten zeigt. Und demzufolge werden die freien Elektronen aus diesem geradlinigen Leiter durch diese Lorentzkraft nach unten bewegt. Aber so entsteht dann hier unten ein Elektronenüberschuss und da oben ein Elektronenmangel. Und daher diese induzierte Spannung. Unten ist der Minuspol, Elektronenüberschuss, und oben ist der Pluspol. Jetzt konzentrieren wir uns auf ein Elektron in diesem elektrischen Leiter. Durch die Kraft F wird dieses Elektron nach rechts gezogen. Durch die Lorentzkraft FL1 bewegt sich dieses Elektron bei der Geschwindigkeit V2 nach unten. Aber dann haben wir ja wieder eine elektrische Ladung, die sich in diesem Magnetfeld mit der Geschwindigkeit V2 nach unten bewegt. Und demzufolge wirkt auf dieses Elektron eine zweite Lorentzkraft FL2. Um den Richtungssinn dieser Lorentzkraft zu bestimmen, brauchen wir zuerst den Vektor QEV2, dessen Richtungssinn dem von V2 entgegengesetzt ist, weil die elektrische Ladung QE eines Elektrons streng negativ ist. Jetzt nehmen wir wieder einen Korkenzieher, setzen ihn mit dem Gewinde orthogonal zu QEV2 und orthogonal zu B an. Jetzt drehen wir von QEV2 hin zu B und stellen fest,
dass der Korkenzieher sich nach links bewegt. Also diese zweite Lorentzkraft zieht das Elektron nach links. Was schließen wir daraus? Die Anfangskraft F, die notwendig ist, um die freien Elektronen bei konstanter Geschwindigkeit V1 nach rechts zu bewegen, muss dieser zweiten Lorentzkraft genau entgegengesetzt wirken, das heißt gleich stark wirken, da die Elektronen im Leiter ja mit einer konstanten Geschwindigkeit V1 nach rechts bewegt werden. Das heißt, diese Kraft F ist so anzusetzen, dass sie dieser Lorentzkraft FL2 genau entgegenwirkt. Und demzufolge gilt Vektor F gleich minus Vektor FL2. Also wissen wir, dass die beiden Kräfte F und FL2 genau entgegengesetzt sind, woraus wir schließen können, dass sie genau dieselbe Stärke haben müssen. Da die beiden Vektoren QEV2 und B orthogonal zueinander sind, wissen wir durch die Formel von Laplace, dass die Stärke des induzierten Stroms so sein muss, dass FL2 gleich ist zu B mal induziertes I mal L. Demzufolge wissen wir also F gleich B mal I int mal L. Die verrichtete Arbeit von dieser Kraft F während dieser Verschiebung wird berechnet durch Kraft mal Weg. Wir kombinieren diese zwei Formeln und finden so, dass die verrichtete Arbeit berechnet wird durch B mal I int mal L mal D. Aber L mal D, das ist der Flächeninhalt von diesem Rechteck. Das ist also die Flächenvariation von dieser Leiterschleife. Das ist Delta A. Wir wissen, dass Delta Phi berechnet wird durch B mal Delta A. Also kombinieren wir diese zwei Formeln und finden so, dass die verrichtete Arbeit W gleich ist zu induzierter Stromstärke mal Delta Phi. Die Leistung wird immer berechnet durch verrichtete Arbeit geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Diese Zeit haben wir Delta T genannt. Jetzt kombinieren wir diese zwei Formeln und finden so, die Leistung ist gleich zur induzierten Stromstärke mal Delta Phi geteilt durch Delta T. Aber in einem Stromkreis wird die Leistung immer berechnet durch Spannung mal Stromstärke, also hier induzierte Spannung mal induzierte Stromstärke. Wir kombinieren diese zwei Formeln und finden so, dass die induzierte Spannung berechnet werden kann durch Delta Phi geteilt durch Delta T. Konzentrieren wir uns nochmal auf dieses Elektron. Es wird zuerst durch diese Kraft F nach rechts gezogen. So entsteht hier ein induzierter Strom und die Konsequenz von diesem induzierten Strom ist, dass diese Lorentzkraft das Elektron nach links zieht. Die Konsequenz FL2 von der induzierten Spannung wirkt also ihrer Ursache entgegengesetzt. Und diese Tatsache wird verallgemeinert im Gesetz von Lenz, man nennt dieses Gesetz so, zu Ehren des deutschen Physikers Heinrich Emil Lenz. Und dieses Gesetz besagt, dass ein Induktionsstrom stets so gerichtet ist, dass er der Ursache für seine Entstehung entgegenwirkt.
Und unter Berücksichtigung von diesem Gesetz von Lenz setzen wir in dieser Formel ein Minus vor diesem Bruch. Eine induzierte Spannung wird also berechnet durch Minus Delta Phi geteilt durch Delta T. Wenn wir aber eine Leiterschleife ersetzen durch eine Spule, dann gilt, eine Spule kann als Serienschaltung von einzelnen Schleifen angesehen werden, so dass die Spannungen sich addieren. Für eine Spule mit N-Windungen gilt also, die induzierte Spannung ist gleich zu minus, wegen dem Gesetz von Lenz, groß N, Anzahl Windungen, mal Delta Phi geteilt durch Delta T.